dem Weg zu Chunks Turnier. Seid ihr bereit, Jungs? Ja, ich freue mich schon richtig auf das Turnier. Jetzt super saftig. Auf zu schleimen, Mann, ohne Scheiß. So, jetzt ernsthaft? Ja, laber doch nicht, Mann. Chung wird immer besser, ohne Witz. Bist du startklar? Ja, schon. Vorfreude ist da. Ist noch sehr früh. Ja. Turnier beginnt erst in 1,5 Stunden. Wir müssen schon kommen, weil Tati judged. Er muss... Das ist echt die perfekte Farbe für Judge. Bisschen eingeführt werden. Kriegst du ein T-Shirt auch noch? Ja. Chong hat ja an alles gedacht. Also hat Chong zumindest gesagt, dass ich von Norbert komme. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich lasse heute mein T-Shirt an. Douglas hat Ultimate Gut T-Shirt an. Ja, beste Werbung. Ich möchte hinzufügen, Ultimate Gut, wir sind die einzigen, die eure Shirts tragen, von euren 1000 Teams, die ihr sponsert, ja, sind wir die einzigen, weil alle anderen Team-Shirts haben. Ja. Schwede. Ja. Es geht, wieso bist du Frieda? Chong. Servus. Spielst du auch gerne? Es gibt noch ein Deck für mich. Was für eine verrückte Variante diesmal? Ja, heute geht's. Weiß ich mal, normal klassisch Turbo. Hattest du nicht letztes so eine neue Variante? Das hat sich wieder verändert. Schon wieder? Das muss sich immer verändern. Ja, das kann man. Ich wünsche dir viel Glück. Nein, das machst du nicht. Ich sag dir, ich sollte die Fresse halten. Ey. Das ist genau. Ich komme so endglücklich. Schauen wir mal. Und sagen wir, wie viele Leute erwartest du heute? 70 mindestens. Alles easy, Mann. Wie ist dein Eindruck bisher? Ja, ganz gut. Wie spät haben wir es eigentlich? 10. Jetzt haben wir es 10 Uhr, kurz vor 10. Anmeldung ist bis 11, glaube ich, oder? Ja. Ja. Es kommen, sagen wir mal so, es sind jetzt noch nicht die Leute da, die wir eigentlich kennen, ne? Bis jetzt. Also kommen oder ich sehe drei fremde Leute, also. Eben, ja. Je mehr fremde Leute, desto besser. Eben. Ich kenne ein paar fremde Leute. Ich kenne nicht. Also bis jetzt ganz okay. Ne? Schauen wir mal. Ja, aber die chillen mit Münchnern, also die zählen nicht. Den kenne ich nicht so oft, aber den kenne ich nicht so oft da und den auch nicht, ne? Der hier alleine ist. Also bis jetzt schaut es ganz gut aus. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe meine Judge-Anweisung bekommen. Alles easy, oder? Ja. Wirst du klarkommen als Judge? Wenn nicht, hole ich mir einfach den Pickboss oder ich den Regel Frage, schon. Wie du bei mir machst. Was machst du, wenn du dir nicht sicher bist? Kommst du dann einfach selbstbewusst rüber, als ob du es weißt? Oder? Nee, ich bin da ganz easy, hole dann einfach den Big Boss. Ja, er ist ja nicht mal Head Judge, also. Wer ist Head Judge? Chong Head Judge. Chong Banks. Ja, er ist so Head Judge, Alter. Ich bin Floor Judge. Also. Hey. Bist du Floor Judge? Ich bin Floor Judge, Alter. Also hat mich Chong schon mal verarscht, Alter. Na, schwarz. Wieso? Ist egal. Ja, hat er gesagt, dass du Head Judge bist? Ja, ich bin Head Judge, Alter. Oh mein Gott, und dann hat er den Titel weggenommen. Alles egal. Jesus, wurscht. Ich krieg heute Getränke umsonst, Essen umsonst, oder? Ich muss nichts machen. Alles wunderbar, Alter. Passt schon. Alles wunderbar bis 5 Uhr, aber nur. Spätestens 5:30 muss ich weg, Alter. Ich sehe, gibt es hier technische Schwierigkeiten. Ja. Aber Job regelt schon. Schauen wir mal. Aber bis jetzt ganz okay. Schauen wir mal. Barisch, wieso hast du nicht meinen Cosmo genommen? Das ist echt nicht unter Kontrolle. Ist egal. Nee. Jeder Cosmo unter Kontrolle. Spielst du oder dein ein nicht beherrschbares Cosmo, ist doch scheißegal. Nein, ist nicht egal. Doch, weil mit Cosmo, mit Grabkeeper genau kann ich beide Cosmo. Nein, Cosmo habe ich echt keine Ahnung. Du lernst es halt. Auf dem Turnier. Kannst du gar nicht Erfahrung mit Cosmo die Meister zu spielen können. Alles doch easy, Mann. Das wäre echt geil. Jetzt zu spielen. Nein, du hast doch über eine Stunde, Mann. Zeit extra. Du noch alles aufschreiben, ja. Ja, das ist fertig, macht's aufschreiben. Bagisch.
Was hältst du davon, dass du Eintritt zahlen musst? Und das ist echt traurig. Obwohl, aber jetzt, da ich sehe, dass so viele Spieler sind, zahle ich auch gerne Eintritt. Kein Problem. Kein Free Pass für berühmte Leute? Anscheinend nicht. Wie ist die Lage, Tati? Sieht ganz gut aus. Der Augsburg ist ja gerade gekommen. Chunks Team, oder? Was ist alles? Ich weiß alles, Mann. Oder willst du mir auch einweisen, Alter? Bei der Dame nebenan kriegst du eine kleine... Er bekommt gar nichts. Zack-Check können wir da alle drei machen. Badisch auf jeden Fall, jede Ecke werden wir begutachten, Mann. Nee, ich hab's. Machen wir fertig, Alter. Was hast du bekommen, Bagasch? Ein Teil. Die kannst du wieder hin tun. Danke. Sagam. Was? Deckbox? Nee, wegen Ding, Gelatine. Servus. Nochmal, ich hab nicht aufgepasst. Ach so, was? Was hast du bekommen? Ach so. Ein Armband. Lila ist zwar nicht so meine Farbe, aber was man hier immer gebraucht. Stifte, Blätter und eine Deckbox. Da passen 80 oder mehr rein. Ich bin zufrieden, ich freue mich. Hey, der Augsburger, was geht ab? War schon. Hey, Chuck! Du hast echt gute Ideen mit deinem Turnier, oder? Finde ich echt gut mit dem. Arthur, gute Ideen, aber ich weiß, woher du die Ideen hast, oder? Erzähl das nochmal. Also wenn er heute gewinnt, zum Beispiel, wenn der Gewinner heute gewinnt, kriegt er ungefähr Punkte, kriegt er Punkte, aber ich weiß nicht, wie viele Punkte. Und wenn er in der Region, ich glaube, für ein Jahr oder so, dann kriegt er die meisten Punkte und dann kriegt er die Chance auf Flug und alles bezahlt. Also wenn er die meisten Punkte hat, kriegt er auf jeden Fall Unterkunft und Flug gezahlt. Nach Amsterdam ist, glaube ich, das nächste. Oder Bologna. Fahren wir dahin? Wohin? Amsterdam, CCG-Turnier. Seid ihr dabei, Jungs? Viel Spaß, das ist echt toll. Obwohl, wer organisiert das schon? Ihr wart doch schon in Amsterdam. Ihr wart doch schon in echtes Amsterdam. CCG. Was heißt echtes? Wir haben heute auch ein CCG. Nein, das ist ein Challenge. Das ist Grand Final, Leute. Und das ist Grand Final, Mann. So. Da, wo wir waren halt. Ja, aber da sieht man sich dafür? Nein, aber da muss man sich nicht toppen. Da musst du echt nur Tops. Nein, man muss sich nicht qualifizieren. Nein, offen ist es, aber wenn du dich qualifizierst, kriegst du Flug und Unterkunft bezahlt. Flug? Ja. Und du kriegst also Chance. Nein, nur der Erste. Ja. Und die erste Runde hast du wahllos dann dort. Echt jetzt? Oder? So war es doch, gell? Vom letzten Mal. Sehr kompliziert. Ja. Ich frag mal meine CCG-Leute. Aber Amsterdam ist nicht so genau. Was heißt nochmal genau? Er hat doch davon erklärt. Nicht zu dir. Ich war von den Preisen so verwundert. Ich konnte nicht zuhören. Nein. Wenn du von einer Region am meisten Punkte hast. Ja, wie kriegt man Punkte? Indem du mehrere Stops spielst. Ja. Bringt es mir nichts. Ja. Aber du kannst trotzdem gewinnen. Dann, wenn du was zu trinken willst, kannst du auch. Der zweite Platz ist auch gut, 50 Euro. Gerade mal. Alles und cool. 12 Booster. Ist okay. Der zweite Platz ist echt gut, schau mal. 50 Euro und 12 Booster. Ja. Der dritte Platz auch. Card Market. Dritter Platz auch gut. Passt schon. Vierter Platz. Der vierte ist auch gut. Es ist schon okay, man. Also mit Card Premium Produkt. Was geht ab, Jungs? Wir wollen jetzt mal ein paar Leute fragen, wie sie von dem Turnier heute erfahren haben. Ja. Servus, Jungs. Mädels. Servus, kommt her? Donnerwelt. Wie habt ihr von dem Turnier heute erfahren? Zufällig, hat mal gegoogelt. Okay, weil ihr seid ja auch gar nicht hier oder München auch nicht, oder? Ja, okay. Gut. Ja, aber ihr seid ja da, ist ja cool, ne? Okay, was hast du gegoogelt? Ich, Turniere Deutschland. Was ist dann aufgetaucht? Ist dann die Facebook-Seite gekommen, oder? Nee, das ist eine Liste, kommen die nächsten Turniere, da die 10 Fürstenplätze, das ist ganz okay. Gut. Wie lange seid ihr jetzt hergekommen? Ja, es geht ja, oder? Ja. Gut. Nice. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß euch, gell? Die aus München? Vergiss sie. Wieso, dann müssen die hin. Sollen wir mal die Augsburger fragen? Nee, die kennen wir doch. Was da? Geht da hin. Wohin? In die Ecke. Aus Augsburg kommt's ja. So. Wie habt ihr von dem Turnier erfahren? Wie habt ihr von dem Turnier heute erfahren? Von Facebook und von hier, weil wir kommen öfters her. Okay. Und die haben uns dann selbst mal auch mit dem Benedikt gehabt. Wie heißt der Mensch? Das hier war der Chong. Ja, genau, ja. Der Chong. Alles klar, cool. Dann euch viel Spaß, gell? Okay. Habt viel Erfolg.
Louder in Action. Das ist das Starterdeck. Was spielst du, Anton? Was ich heute spiele? Ja. Monax, aber... Ja, die können wir auch sammeln. Und zwei Tische stellen wir dann weg. Also Platz 30. Ja, wir sind jetzt immer 50 Spieler, die das 19 sind. Über 60, über 70, über 80, 33 Plätze. Schauen wir mit vor. Jetzt machen wir das später. Machen wir also 1 zuerst. Ja. Also 5-1 für dich. 5-1. 5. Ja, das Tor muss drin sein. Ich immer Tor. 1-5 wäre wahrscheinlich. 4-1-1 geht auch, oder? 4-1-1. Ja. Ist ein Draw hier erlaubt, Tati? Hier ist ein Draw erlaubt. Ich werde das kontrollieren, Mann. Weil die meisten werden wahrscheinlich sagen, nee, bla 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 bla, aber ich werde es kontrollieren. Absichtliche Mann, Draws? Absichtliche Draws wird es hier nicht geben bei mir, Mann. Ich werde heute... Hart durchgreifen, oder? Dieses Turnier mit der eisernen Faust werde ich regieren hier. Das Feature-Match beschreitet Tisch Nummer 25. Tisch Nummer 25. Super, danke. Sehr gut schon. Das ist Tatis mächtige Pose, diese hier, heute. Der Arm, Mann. Den Tisch machen wir weg und hinten machen wir auch noch einen Tisch da weg. Okay? Hast du verstanden? Alles klar, Boss. Nico taucht auch mal auf. Ja, Mann. Als Letzter. Bist du beeindruckt? Na, Ringo, das ist so ein Andruck. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ist das viel? Mehr als wir gestern erwartet haben. Nee, ich hatte mehr erwartet. Echt? Du hast gar nichts gesagt. Ich hab gesagt 100 Leute, Mann. 100 Leute? Ja. Was sagt der Veranstalter? Den interviewen wir noch am Ende. Ach so, okay. Sein Fazit kommt noch. Ach so. Wie soll das Mittagessen? Da fragen wir Tati mal nach Runde 1. Hat Tati Ahnung von Judgen überhaupt? Das stellt sich noch heraus. Oh mein Gott, ey. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mitspiele, weil Tati Judge ist. Also auf ihn habe ich gar kein Vertrauen. Er würde bei mir alles falsch schulen. Aha. Frag mal Recreate, Mann. Hoffentlich kommt der Frage dazu. Was mit der Coverage? Coverage haben wir nur jetzt diese Matches. Wer ist dieser Typ, der im Bildschirm ist? Das ist ein Freund von Chong. Der macht das. Okay.
Wer ist der erstes Feature-Match? Blue Eyes habe ich mir herausgesucht. Oha. Aber Blue Eyes direkt kassiert gegen Mörmel. Erste Runde. Ja, man weiß halt, wer Blue Eyes Meister ist. Ne? Wie geht's, Judge? Gut. Schon Feature-Match hat schon eins gehabt. Ja. The Cage. Du kannst ja Kommentator machen. Ja, das kannst du echt machen. Hast du die Feature-Match von Blackwing gemacht? Ja, weil wir das nicht gewusst haben. Nein, weil Halo nicht erste Runde machen wollte. Nicht? Nein. Er macht das, was wir sagen wollen. Kommentiere seine zweite Runde, kein Problem. Ja, wenn er verliert, dann brauchen wir den nicht mehr zu kommentieren. Frank Buschmann, EM-Kanal. Du hast Mirror-Match, nicht Feature-Match gemacht, oder was? Mirror-Match. Das interessiert doch keinen, Mann. Mirror-Match Blackwing. Ich würde das nicht 2008 hier, Mann. Wo ist Barisch? Komme! Wo ist Barisch? Ja, schauen wir mal bei Barisch. Mann. Ja, er ruft. Anfeben, bitte. Gegen Pendel. Schlechtes Matchup. Wir haben hier den. Benny, hat gerade erste Runde gewonnen mit Blue Eyes. Wieso hast du das Deck gespielt? Ja, ich finde einfach, es macht Spaß. Es ist momentan nicht das Beste, keine Frage. Ich warte noch auf den neuen Support. Aber mir persönlich macht es Spaß zu spielen. Ein bisschen die alten Karten rausholen. Und ja, es kann schon ein bisschen was. Aber gegen die großen Decks musst du perfekt ziehen, sonst hast du keine Chance. Gegen was hast du gespielt? Ich habe jetzt gegen Mermaid gespielt. Ich muss sagen, habe eigentlich zweimal gebrickt und hatte einmal Glück, aber ja, war es von hin und her. Hätte besser laufen. Wie findest du das Turnier bisher? Dein Eindruck? Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde auch gut, dass hier mal ein größeres Turnier ist. Ist ja eigentlich relativ klein, aber so kann es öfters sein. Macht auf jeden Fall Spaß. Alles klar, danke dir und hoffentlich sehen wir uns später noch. Ja. Nach Runde 1, ich habe gewonnen. War sehr knapp. Game 1 habe ich verloren. Gegen was hast du erstmal gewonnen? Okay. Und ich bin wirklich so fasziniert, ich werde es mit testen, das war wirklich zu krass. Ich habe nur gewonnen, weil ich meine Side-Deck-Karte gezogen habe und er seine nicht. Sonst hätte er Haus hoch gewonnen. War wirklich knapp im Time. Magician Pendel immer noch konstant. Dein Eindruck von Chongs Turnier? Ich bin wirklich zufrieden. Du kannst hier rumschauen, eine Runde machen. Es sind viele da, alle sind gut. Das Featured-Match hat er echt krass gemacht, vorne aufgebaut. Bis jetzt alles super. Und Malaya Kevin. Ich schließe mal vor. Thala. Ja. Gehring. Ja. Zotz. Ja. Ulut. Ja. Nubili. Ja. Thor. Ja. Jön. Ja. Moss. Romri. Ja. Eckert. Ja. Tavi. Ja. Maya. Ja. Lindemeyer. Ja. Polat. Ja. Elkman. Ja. Aras. Ja. Maya. Ja. Oma. Ja. Adel. Ja. Benkart. Ja. Rex. Ja. Polat. Ja. Schmelz. Ja. Oder. Ja. Tran. Ja. Teseo. Ja. Salzmann. Ja. Dürholt. Ja. Bati. Ja. Krasses Duo. Erste Runde, die habe ich jetzt Kopfschmerzen. Tati und Chong, das neue Duo. Das neue Power-Duo hier. Tati, ist es Ding? Ja, das hol ich mir gleich. Wer macht Feature-Match? Schauen wir uns mal. Schauen wir jetzt. Nico und ich entscheiden jetzt. Wer seid ihr? Organ ist Play, oder was? Hilo gegen Barisch. Ja, das kannst du nicht entscheiden, wer gegeneinander spielt. Doch, das kann man schon manipulieren. Das kann man schon manipulieren. Barisch kann schon nicht. Aber das wäre gut, das gibt schon mal. Keeper gegen Blackwing. Schau mal, gegen wen er spielt. Zurück in die Zukunft. Er gewinnt sicher nicht noch eins, also jetzt ist deine Chance. Ja, nimm mal Barisch. Barisch. Sag mal die Nummer. Gegen wen spielt er jetzt, Mann? Sag mal die Nummer an den Tisch. Also das ist die Zierer-Tisch nochmal. Ja, nimm Barisch. Gegen wen spielt er? Table 6. Table 6, Barisch gegen Agas Orkun. Ja man, zwei Türken, passt doch. Zwei Türken, okay. Stadtmeisterschaft Istanbul oder was? So ist es. Gegen Agas Orkun. Agas Orkun. 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 Table 6. Feature Match. Feature Match. Table Nummer 6. Bitte zur A-Area kommen. Tisch Nummer 6. Kommentar? Wer kommentiert? Ich weiß nicht, was Chong City war. Nee, ich und Nico. Was die
Echt nicht? Ja. Ja. Wir können das nicht sagen. Okay, warte, ich muss alles sagen. Sie hören das alles, was ich sage. Ja, ja, kein Wunder. Badisch, dein Grave-Überdecke ist scheiße. Special Guest Commentator, Nico. Ja, Mann. Erst Yugi kommentieren, dann EM kommentieren. Hat jeder seinen Gegner? Wer keinen Gegner hat, bitte einmal die Hand hochheben. Mach bitte Deckcheck bei Badisch erstmal, wie ich sage. Hat jeder seinen Gegner? Warte, noch nicht. Runde ist jetzt frei. Aber hier wird es nicht gleich mitgeladen, oder? Sondern erst am Abend. Wo du kannst. Wenn du Scheißsachen willst, dann musst du doch was Besseres machen. Das hört man echt gar nicht. Wenn du beim nächsten Mal was Kleines machen willst, dann mach das besser. Oder gar nicht. Du wolltest da hinten machen, habe ich gar nicht. Harte Worte. Harte Worte von Tati. Noch 8000. War ich gibt auch 1-0 für den Gegner. Manisch ist auch so ein Sand, den ich rüber gekommen. Also der hat einen richtig Kopfschmerzen. Da hat man eine Schwäche von den Grave Keepers gesehen. Die kommen einfach an den starken Monster nicht vorbei. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.